Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of The Binding of Isaac Repentance. Wir machen heute mit Eve Megasatan. Oder war das Megasatan? Ich schaue es nochmal nach. Wir wollen nämlich The Razor freischalten, weil das ist auf der Webseite, auf der ich mir meine Achievements besser nachgucken kann. Also besser geordnet zum Nachholen, weil ich ja da oben den Bug habe. Das habe ich nämlich laut dem noch nicht. The Razor, Isaac, da Vicky. Ja. Ach, Satan müssen wir bekämpfen. Also, da gehen wir wohl in den Darkroom heute. Das übliche Problem. Ist ja immer wieder super, ne? Ja. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, aber auch echt nichts, was jetzt nicht. Warum bekämpfe ich die? Bin ich irgendwie doof oder so? Eigentlich meine Mods. Gar nicht. Ich habe meine Mods gar nicht. Ich habe meine Mods nicht, sonst würde mir ja schon der Planetarium angezeigt werden. Machen heute keinen Daily Run, weil das Broken Modem haben wir jetzt. Also sehe ich auch kein Problem mehr. Wisst ihr? Da. Das nächste Problem, das ich habe, ist eine Challenge, bei der ich einfach. Nicht eine Challenge, eine. Ein Achievement, bei dem ich einfach 31 Tage, beziehungsweise 30, eins von beiden, am Stück den Daily Run machen muss. Und ich denke, wir sehen alle wieder, wie das schon nicht aufgehen kann. Ich denke, das ist kriminell offensichtlich. Ich meine, ich kann dienstags schon nicht, weil ich nach 11 nicht zu Hause bin. Höchstens vor 11 irgendwann, aber dann wache ich auch auf, gehe los und dann habe ich trotzdem den Daily Run nicht. Könnte man meinen, yo, mach den doch am nächsten Tag, aber am nächsten Tag habe ich hier in der anderen Stadt erst Schluss, nachdem der Daily Run schon wieder resettet, also schon scheiße, ne? Ja. Gleich meinen Löwenkopf hin. Löwenkopf ist weg. Bäh. Sollte der Run scheitern, werde ich einfach meine Mods wieder installieren und anmachen. Dann geht's los. Dann machen wir die übliche modderte Reise. Dann ist alles gut. Fuck. Hey, da ist mein Löwenkopf wieder. Fliegen. Finde ich schön. Ich habe heute mit meinem Kumpel von ganz damals, seht ihr auch in meinem allerersten Video, falls das noch oben ist. Also auf dem Kanal erstes Video. Mit dem habe ich damals Bad Wars gespielt. Heute haben wir Sons of the Forest gespielt. Wir waren in der Höhle, wo wir die antike Rüstung kriegen. Und wir hatten Angst. Diese Viecher sind unfassbar ekelhaft. Unfassbar ekelhaft. Aber hey, wenigstens hat Jesus mich gerettet. Weiß zwar nicht wieso, aber Jesus hat mich gerettet. Ja. Bob's Bladder. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Sehr schlecht. Ja, sehr schlecht sogar. Sogar unfassbar schlecht. Nein, lass dich nicht treffen. Weich am besten einfach aus. Und lass den Vogel kämpfen. Bin sogar ziemlich sicher, dass das Damage Up ziemlich nötig war. Können noch einen Super Secret Room gucken.
Da werde ich, glaube ich, nur zwei Bomben reinwerfen für. Aber nur zwei Bomben reingeworfen für. Stark. Nee, nee, den Shop will ich nicht. Da nämlich jetzt aufs Birthright wäre, dann hätte ich ein Problem. Bin übrigens jetzt wieder bei meiner Cousine. Mit meinem Schlafsack. Auf der Couch. Liebes. Nur gibt das Problem. Wahrscheinlich hauptsächlich meine Schuld, aber ich will jetzt nichts darüber spekulieren. War noch eine Dönerbox, die war ziemlich grün, beziehungsweise weiß, aber ja, keine Farbe, die eine Dönerbox, die Dönerfleisch und so haben sollte. Ich sollte nicht weiter darüber reden, ich kotze gleich, weil ich dran denke. Da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern morgen. Meine Sache ist, sagt was ihr wollt, es ist 23 Uhr. Bin gegen 20 Uhr mit hier angekommen. Und gehe nicht spät nachts raus und bring Müll raus. Das schreit nach Polizei. Das will ich nun wirklich nicht haben. Wenn ich schaffe, ohne zu kotzen, nehme ich das einfach morgen früh, wenn ich zur Schule gehe, mit raus. Weil das ist morgens, da gehen die Leute raus, da kann man mal seinen Müll wegwerfen gehen und so. Aber wenn ich hier hinkotze, muss ich erstmal wischen. Geht wirklich nicht. Punching Bag lassen wir erstmal liegen. Übrigens, Update zu Tommys The Lost Lage. Hat er noch nicht. Und apropos, da würde ich auch gern sein lassen. Die Mom's Purse kann zwar stark sein, aber wird es wahrscheinlich nicht. Bräunlich. Stoppuhr. Die Stoppuhr wollen wir, die wollen wir, die wollen wir. Da ist kein Secret Room. Die wollen wir sogar ganz unfassbar dringend. Ich finde es super, wie meine Mähne verschwindet, bis ich getroffen werde. Da könnte aber das Secret Room sein. Da ist das Secret Room. Hey. Fuck. So kriegt man kein Geld. Je mehr Platz ich hier habe, um auszuweichen, desto besser. Deswegen habe ich mal die ganzen Steine und Pup weg. Hierophant? Gerne. Ich habe mir heute ein Video darüber angesehen, wie ISAP, englischer Bloons-YouTuber, Bloons versucht hat, mit einem Level 1-Account, ohne irgendwas freigeschalten zu haben und alles, Blunarius zu besiegen, den Boss Blun mit den meisten HP und so, aber dafür halt ohne weitere Gimmicks. Und ich frage mich, ob in Isaac auch solche Threads gibt, was man besser machen sollte, statt einfach zu nutzen. Wie jetzt zum Beispiel mit Hierophant, ob es da irgendeine bessere Nutzungsweise gibt. Ich wünschte. Ich wünschte so sehr, ne? Aber hey, wenigstens kann ich die Scheiße einfach aus dem Weg stampfen. Ich hab jetzt Bock, Paper Mario Stickers da zu spielen, aber halt 100% nicht durchspielen, aber einfach mal der Anfang. Mich so vom Aussehen her so ein schickes Spiel. Das Konzept, ich will, dass es mir gefällt, okay? Ich will, dass es mir gefällt. Aber tut's halt einfach nicht. Weil dieses Spiel nun mal scheiße ist. Das macht mich traurig. Unfassbar traurig. Aber naja. So ist das Leben. So ist das Leben. Das ist die Stopwatch. Yeah. Boah. Das ist ein Raum, den schaffe ich.
Apropos, hast du schon erzählt, ich bin jetzt erstmal wieder in der Schule, das ist aber mein letzter Schulturnus. Dieses Schuljahr und ich weiß weiter noch nicht, ob ich bei dem, bei meinem Ausbildungsbetrieb angenommen werde, weil ich ja überbetrieblich bin. Und 3, 2, 1. Achso, ja, ich habe auch meine Gabelstaplerprüfung nächste Woche. Also freue ich nächste Woche. Ich bin noch bei Sonntag. Also, er wünscht mir Glück. Brauche ich nämlich. Wo könnte das. Ja, ich habe eine Idee, wo das Rüssig sein könnte. Ja, hat nicht geklappt. So. Dann kann ich hier so circa. Ja. Das nicht. Dann gehen wir eben. Ja, weiter. Ich habe gerade überlegt, wollen wir in die andere Ebene? Das ist mir aufgefallen. Wollen wir nicht. Ey, das ist mein Löwenkopf hier. Das Ding ist nämlich, es sind zwar zwei extra Items oder ein extra Item, je nachdem. Eigentlich nur ein extra Item, aber ich habe die Ebene so viel beschissener drumherum, ne? Ich merke gerade, wie das meine Haare gerade nicht wieder gekämmt werden wollen. Ich habe nämlich heute bei Tommy kurz hingelegt gehabt und dann sind die so eklig geworden dabei. Nicht wegen der Couch, sondern einfach weil ich so, ich sag mal, rumrammle. Rumrammeln ist ein falsches Wort. Bewege mich sehr viel. Wenn ich liege. Könnte man meinen, dass gerade jemand wie ich das nicht machen würde, aber hey. Update. Doch. Will ich den. Ich will das Cursroom-Ding nicht haben, aber ich will das Ding hier haben. Traumfänger ist schon ziemlich hilfreich. Früher, ich hätte dafür nicht den Automaten springen sollen, aber hey. Ich hätte da gar nicht erst reingehen dürfen. Wenn der ist noch offen. Hau dem die Rübe zum Brei. Na los. Nicht mir. Geht doch. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht pausiert hat. Ah, jetzt. Aber kommt hier ist ab. Völlig. Haben wir heute auch einen Nagel leicht abgebrochen. Das ist aber nicht das Problem. Das Nagel abbrechen. Das Problem kommt erst jetzt im Spiel. Weil ich so abstehende Dinge nicht einfach anlassen kann, wo sie sind. Ich dann dran rumgepult und jetzt so ein Viertel vom Fingernagel. Also nicht seitlich, sondern einfach nur ne, da, wo abgenommen wird und so. So, ne? So vorne weg. Wisst ihr? Es tut weh. Es tut sogar unfassbar weh. Ich will gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn der ganze Fingernagel fehlt. Auf jeden Fall nicht allzu. Nicht allzu nett. Nicht allzu gut. Könnte ich ja so. Aha, Junge. Gott, stehe mir bei. Jesus, bitte. Kann ich sterben, wenn die aktiv ist? Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. So, bevor ich die Pilze wieder mache. So. Denn in den Pilzen kann der Magic Mushroom stecken. Muss er nicht, kann er. Aber ich will es nicht. Ich will es nicht riskieren. Ich bin übrigens sehr gespannt darauf, wie mein Link to the Past Let's Play weitergehen wird. Also, Stream Let's Play. Das an sich ist es auch nicht, wie es weitergeht. Ich werde halt einfach die Story machen und alles.
Aber ich rede jetzt von Zuschauerhaltigkeit. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wie A Link to the Past im Fandom steht tatsächlich. Ich weiß, was das für eine Bedeutung hat in der generellen Zelda-Welt. Aber das war's dann auch wieder. Diverse. Ein Herz noch loswerden, dann können wir fliegen. Und ja, wir gehen überall hin. Weil, ich weiß nicht, was das andere Item war, aber es ist auf jeden Fall kein, muss ich jetzt liegen lassen, weil, ach so, ich weiß wieder, was das ist. Weil es verbessert auch die Curse Rooms. Tatsächlich. Glaubt's oder glaubt's nicht. Ach so. Ich wollte gerade fragen, warum eine Träne ein bisschen größer ist, aber ich habe Star. Auge da. Das erklärt natürlich, warum. Aua. Dumm. Reicht. Erklärt natürlich, warum. Na? Tatsächlich hätte ich gerade sogar sehr gerne eine Half-Down-Pille. Headlock. Deutlich besser. Bombs are key. Wenn ich das gegolt kriege irgendwie, dann brauchen wir nicht mehr unbedingt Schlüssel. Können wir davor bomben. Es gibt ziemlich viele Dinge, die Schlüssel invalidieren. Wir haben diesen Padlock da. Kann man Türen, Schlösser etc. alles öffnen, was halt normalerweise eigentlich den Schlüssel öffnet. Aber wir haben auch Pay-to-Play. Ich meine, ich verstehe Pay-to-Play an sich, aber es ist mit den Schlüsseln. Warum müssen die so invalidiert werden? Was haben die euch getan? Secret Room. Sehr schön. Mal ja auch nur wegen Scapula. Da ist er, der Magic Mushroom. Ich weiß, ich wollte eigentlich halb loswerden, aber hey. Jetzt ist der Magic Mush da. Kann man ihn noch nicht ablehnen, ne? Besonders dann nicht, wenn man drauf hingefiebert hat. Oder wenn man den haben wollte. Aber kann man ihn noch nicht einfach liegen lassen, oder? Schreibt's mir in die Kommentare. Nee. Fuck, jetzt habe ich vergessen zu gucken, welches Item da ist. Knapp. Upgrade. Ach, das ist der Champion, der sich zweiteilt, ne? Ja. Ja. Muss mal gucken, wie ich das Geld nicht mache, weil ich kann diesen Monat in der Schule nicht so agieren wie sonst. Weil durch einen gewissen Fehler, den ich gemacht habe, habe ich 50 Euro weniger als sonst und denke, wir wissen alle, dass das ein Unterschied ist. Denke, wir wissen alle, dass das besonders in Deutschland ein dicker, fetter Unterschied ist. Aber ich hätte den Steinfall andersrum machen sollen. Na egal. Ist jetzt auch egal. Ja. So. Meine Aufgabe ist es gerade, alle Steine zu zerstören, an die ich reinkomme. Denn ich will ihn auch Crossbase haben, wenn möglich. Der Magic Mush ist sowieso ein Gewinn. Ein absoluter Sieg auf ganzer Länge. Früher war das nämlich mein Run-Winner. Hast du den gefunden und schon konntest du dem gesamten Run sagen, yo, fick dich, bin gut. Das ist so ein gutes Start-Item sonst, ne? Denn es erhöht all deine Stats, gibt den Health up und ja, alle wichtigen Stats. Und das ist einfach nur so. Und dazu war es dann auch noch überall zu finden, ne? Da war das ja noch nicht so selten, von Steinen irgendwas gedroppt zu kriegen. Da war das jeden Run normal.
bevor ich die rote Kiste öffne, kommt die Steinkiste in die Nähe. Wenn da Bomben rauskommen, bringen die gleich mit, da muss ich nicht. Ja, jetzt kommen die Soldats. Ganz normal. Resets ganz bestimmt nicht. Hey, Pretty Fly. Die finde ich ziemlich fliege, ja, ja. Perfekt. Noch ein geiles Damage-Up. Das mir niemand mehr nehmen kann. Beim guten Damage. Ich wollte mich erst beschweren, tatsächlich. Heute. Also letzte Ebene. Aber Ente gut, alles gut, ne? Ich werde mal schauen, ob ich noch irgendwann Dragon Quest richtig weitergespielt kriege während der Schulzeit, aber ich würde nicht drauf wetten. Warte, ich nehme die mit statt der Razor. Wir wollen den zwar freischalten, aber ich weiß nicht, dass ich den mitnehmen muss. Und Devil. Ja, ist besser. Devil ist besser. Damit können wir nämlich Mom one-shotten. Ja, ja. Ein weiteres Achievement, das mir noch, glaube ich, zu Platinum God fehlt. Übrigens, du hast alle Rebirth Achievements bekommen. Was ich davon noch brauche, wäre... Fuck. Sekunde, ich überlege kurz. Was ich davon noch brauche, wäre... Achso, Super Bandage Girl. Brauche ich hier mal das... Wall of Bandages. So, und Tommy ist wohl schon bei auf dem Weg nach Yggdrasil in Dragon Quest 11. Natürlich lässt er sich Zeit, weil wegen, ne? Aua. Ich will jetzt nicht sagen, ich will noch den Mini-Mushroom haben, aber ich will noch den... Ich will den haben. Aber das heißt nicht, dass ich ihn kriegen werde. Ich weiß auch nicht, dass ich drauf geiern sollte. Das heißt sogar, dass ich überhaupt nicht drauf geiern sollte. Okay, den Pilz habe ich jetzt unbewusst mitgenommen. Wenn ich drauf geachtet habe, was ich da zerstört habe. Da hat die pure Zerstörungswut mich blind gemacht. Wisst ihr? Aber hey, wenigstens sollten jetzt meine Health besser werden. Wobei ich aber immer noch der Meinung bin, ich sollte meine Herzen loswerden. Ich meine, es ist nicht so, als würde ich keine Devil Deals mehr kriegen. Ich habe die ja jetzt eingeloggt. Muss nur noch ja, meine roten Herzen schützen. Ein bisschen. Aber an sich ist es, aua, noch gut möglich. Ich will vielleicht nicht so rumbrüllen, die Wände sind jetzt mal dicker als bei meiner Mutter zu Hause, aber das heißt nicht, dass die mich nicht hören nehmen, Mann. Ganz knapp, mein Freund, ganz knapp. Alpha, ja, der ist auch gut. Will ich auch nicht haben. Was, achso, da ist der die Rasierklinge, ich weiß. Jemand take auch den Secret Room, denn es ist so oder so ziemlich spät und dann macht er den Challenge Room für eine graue Kiste. Ist klar. Oh, ich hoffe nur, dass der erste Schultag des Pornos nicht so unangenehm wird. Oh, wäre das scheiße. Ich bin übrigens der Meinung, dass ich stark Glück hatte mit dieser Klasse, weil... An sich, Kumpels zu finden, ist schon eine geile Sache. Aber damit tue ich mich halt sehr schwer, weil ich unter anderem auch sehr spezifische und eigene Vorstellungen davon habe, was eine gute Person ist und was nicht. Es besteht eine sehr gute Möglichkeit, dass wenn ich dich privat real life kennen würde, ich dich nicht leiden kann. Aber das ist völlig okay. Wir sind hier nämlich im Internet und
im Internet musst du dich nicht. Ne? Musst du dich nicht drum kümmern, ob ich irgendwer mag oder nicht. Auch wenn ich das selbst viel zu sehr mache. Ich kümmere mich sehr viel zu sehr darum, ob mich die Leute mögen oder nicht. Alles gut, Robo Baby. Ich weiß nicht, warum Robo Baby 2.0 das, ja, technisch gesehen Modell sein soll. Das ist so wie die neueren Furbys, die sind auch kacke. Ja, trotzdem sind die neu und verbessert und alles. Ich wusste eine ganze Weile lang nicht mal, dass Furby überhaupt noch existiert. Die Doku über, von Mögi dazu, die hat nämlich was ganz anderes vermuten lassen. Hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Ich sollte jetzt ab. Ist das ein Double Trouble Boss? Ach, was soll denn der Scheiß jetzt? Mann, ich will kein Double Trouble Boss. Da komme ich doch nicht klar. Mann. Naja. Ente gut, alles gut. Also nicht der Spruch von WC-Ente? Ich meine, klingt auf jeden Fall so. Ente, gut, alles gut. Ich glaube, weil ich gerade doof bin. Ich will Soul Hearts. Also sollte ich die hier sprengen. Noch habe ich eine fast 70% Chance auf ein Spiel. So. Soll ich vielleicht zuerst auf den Champion gehen, genau. Okay, da hat eine Pille. Die kann ich wahrscheinlich sogar verwenden. Ja, ja. Wird zwar nicht unbedingt eine Balls of Steel Pille sein, aber. Okay, Puberty ist auch gut. Nee. Ich habe aber jetzt eine Idee, wo das Secret Room sein könnte. Ich habe eine Ahnung, wo das Secret Room sein dürfte. Ich habe eine Ahnung, wo der sein dürfte. Da ist er nicht. Wie? Okay. Bessere Idee. Vielleicht. Vielleicht beim Justice. Super Secret Room. Super Secret? Classroom. Ja. Hat tatsächlich mehr Sinn gemacht. Muss mir morgen auch erstmal was zu trinken mitbringen, wenn ich wiederkomme. Hallo Greed. Willkommen, mein Freund. Den Coupon werde ich auf jeden Fall mit in den Shop nehmen. Und ich werde mir nochmal überlegen, ob ich nicht vielleicht den mit in die Devil Deals nehmen will. Und aktuell fehlen mir auf jeden Fall die Härten dazu. Aber erstmal geht's hier rein. Ach so, stimmt. Ich merke schon. Nehmen die Prayer Card so mit. Und wenn wir in den Shop gehen, holen wir uns die andere. Nicht die andere, dann holen wir uns den Coupon. Ah. Posten. Aua. Ach komm. Deine Mama. Kannst du dem Friseur deiner Oma erzählen, Junge? Wir nehmen den Coupon mit. Mit in den Devil Deal. Alles. Und alles. Ich weiß nicht, was das heißen soll in dem Fall, aber. Aber heißt es irgendwas. Was ist da drin? Weiß ich nicht. Will ich nicht rausfinden. Nee. Jetzt bin ich bockig. Bockiges kleines Kind. Willst du doch herausfinden. Ja, ich weiß. Schreibt's nicht in die Kommentare. Ich bin mir dem bewusst. Bin mir dem bewusst. Oh Gott.
Vielleicht muss ich auch meine Oma um Hilfe fragen, geltlich. Nur vielleicht. Aber hey, erstmal probieren und dann wollen wir noch fragen. Mann. Mir geht diese Ebene total auf den Sack. Super Secret. Das ist besser irgendwas für mich. Ich hasse diese Ebene. Und die Ebene hasst mich. Ragman und Dingens Double Trouble. Es ist auch noch der, der die Explosivskelette spawnt. Wird ja immer besser, ne? Komm, Jungs. Stirb doch mal endlich wer. Okay. So. Der erste Boss ist tot. Aber ich bin beeindruckt. Noch ist kein... habe ich keine Leben verloren. Ich will nicht sagen, dass sich das nicht ändern wird. Aber noch habe ich keine Leben verloren. So. Es war zu 100% abzusehen, dass ich keinen Devil Deal kriege. Deshalb gehen wir auch in die nächste... Ah! Ein Ellenbogen. Au! Was? Slip Drip? Das müsste doch Slip Drip gewesen sein, oder? Gegner, okay. Hallo. Ich muss gleich mal was probieren. Moment. Krass. Merkt euch das am besten. Mit dem Schloss da unten könnt ihr kostenlos zu The Beast. Dann könnt ihr, wie auch immer das heißt, mitnehmen. Polaroid. Oder das Negativ. Das ist Slip Rip. Gummel, du siehst aus, als würdest du vor Freude gleich platzen. Geht's dir gut? Mag das Birthright von Lilith tatsächlich sehr, damit werden nämlich Begleiter vor ihrer Nase stationiert. So. Oh, da habt ihr gerade die Slip Rip in Einsatz gesehen. Ein Bild von einem Mann. Nö. Nimm lieber den Teufel mit, als den Teufel. Frage mich, warum die spezifisch als Fragezeichen gekennzeichnet wurden. Nein. Doch, relativ offensichtlich, wenn das eine Reverse-Tarot-Karte ist, wenn man die sieht oder nicht. Das ist der Fool. Fool brauche ich nicht mitnehmen, denn ich will gerade nirgendwo hinfuhlen. Mein Soul Heart würde ich auch gerne behalten. Heißt, der Sacrifice Room ist auch außer Frage. Sacrifice Room meine ich Curse Room. Ich meine, wenn ich mein Soul Heart. Genau. Spiel. Wobei, das war nicht das Spiel. Dry Baby. Meinen Solat. Warum auch? Ja, wir gehen nach rechts. Ich merke, dass ich das nicht tun sollte. Ich weiß, das braucht ihr mir nicht sagen. Arcade. Benutzt sich doch bestimmt ein Kranautomat, oder? Abpicken. Wir gehen erstmal zum Shop, bevor ich mich mit dem Aufladetypen passe.
Ich muss das mal gucken, ob ich überhaupt was vom Shop will. Es ist möglich, dass ich nicht vom Shop will. Oder kriege. Es ist gut möglich, dass dann Super Creed auf mich wartet. Und das ist kacke, wenn der da wartet. Was aber nicht kacke ist, ist der Super Ziegelboom hier. Junge, Junge. Fuck. Halt doch die Fresse. Spawn doch nicht so viele Jungs, Junge. Reicht doch du gegen ich. War so gut mit Devil Deal auf dieser Ebene. Ja, ich raten. Muss auch ein bisschen auf meine Aufnahme gerade achten, weil. Na ja, ist Heilung. Weil. Es ist unfassbar gut möglich, dass ich. Okay, Penny. Meine Festplatte fast voll ist. Das ist wirklich, wirklich gut möglich. Ich habe nämlich jetzt eine Weile nicht mehr geguckt und auch schon zwei, drei Videos lang nicht gesäubert, meine durchschnittlichen Videos. Ich gebe eben noch zwei Münzen. Who Mulligan. Bitte. Fuck. Was ein Arschloch. Egal, wir killen Mom. Du machst es mir so viel schwerer, liebes Spiel, ne? Mom kann ich. Mom kann ich zumindest halbwegs. Ach, wie schön ist es doch, mal wieder Original-Mom zu bekämpfen. Komm, ab. Und da hat, glaube ich, ein Knopf geklebt. Das ist nicht gut. Wir wollen da lang. Und kostenlose Tö. Jo, jo, jo. Die Sensen. Ich darf die Sensen haben. Leute, das Spiel ist quasi aktiviert. Ich merke, wie sowohl Lippen als auch Mund austrocknen. Trink einen Schluck. Stay hydrated. Denn jetzt, ja, Junge. Wir machen das. Aus gutem Grund. Weilt hier's ab. Freund. Sehr schön. Ja, eine noch. Eine Welle. Quasi der Greed Mode nochmal all over again. So. Jetzt haben wir genug Zeug, um unseren. Wir haben noch keinen einzigen Crossbase, ne? Was? Aber nur die roten. Und ein Solar. Mehr nicht. Ich hänge jetzt wieder auf anderthalb rum, aber beinhalb. Aber ist okay. Ich kann fliegen, solange ich leere rote Herzen habe. Wenigstens das. Gehen wir mal da rein, vielleicht. Ja. Range down ist okay. Das ist eine Bombe. Na dann. Nein.
Das ist ja auch geil. Jetzt nicht unbedingt ein Run-Retter, dass wir fliegen können. Ist unglaublich stark bei Zeiten, aber ist aua, wirklich kein Run-Retter. Mal öfter bei Let's Play Markus reingucken, sein. Ich kann nämlich seinen Tomodachi Life Let's Play sehr gut leiden. Aber schaut halt viel zu selten rein. Freund. Mach die Augen auf. Hallo? Da ist er. So. Das ist aber. Ach komm. Ich wende das mal nach so ziehen. Und dann. Dann nehmen wir halt die mit. So. Ich weiß nicht mal, was du bist. Ich hätte nachgucken können gerade, aber der halbe Spaß ist nicht zu wissen, womit man sich anlegt. Das ist der halbe Spaß. Devil Deal! Yeah! Nee, weil ich sie kostenlos mitnehmen kann. Weil ich sie mitnehmen kann. Ich weiß zwar nicht, wie genau die funktioniert, aber besser haben als brauchen. An dem Punkt. Wenn es schon kostenlos ist. Diesen geschenkten Gaul werde ich definitiv nicht ins Maul schauen. Warum heißt das eigentlich so? Ja, ich habe es verstanden. Weil gucken, ob im Maul vom die Pferd nicht das echte Geschenk-Ding ist. Dem einen geben wir unsere Herzen und dem anderen unsere. Dem anderen unser Geld. Auf das er uns mehr Dingsherzen droppen mag. Für die dem anderen geben können. Rotten Heart. Könnte jetzt einen Moment dauern. Ich habe die Time Machine nicht. Oh, das wäre gerade ziemlich gefährlich gewesen. Ich nehme die Time Machine nicht an. Wenn die einfach in ihn reinlaufen und aufs Beste hoffen. Kann ich machen, aber es dauert immer noch mega lange. Junge! Komm schon, das sind noch 20 Münzen und was. Das sind schon 20 Münzen und du hast mir noch kein einziges Herz wiedergegeben. Die sind doch eigentlich nicht selten. Gib mir doch wenigstens das Rotten Baby oder so. Komm, das ist das erste Herz, sehr schön. Ich glaube, ich will bei der aktuellen Herzzahl bleiben, tatsächlich, wie es aussieht. Dark Prince Crown scheint nämlich die Holy Crown nur für Guests zu sein. Für TSA unter anderem. So. Und die der Ursprung der Bossleiste? Da sind sie. Weiß ich, sollte vielleicht nicht gucken, aber hey. Ich sollte zumindest besser aufpassen, dass ich nicht die kein Bombenstein erwische. Ich glaube zumindest, das sollte ich machen. Zweite Priorität. Rock. So. Hier geht's nicht weiter. Ganz gut, dass ich jetzt einen Tenant Rock gekannt habe. Hier. Das zeigt meinen mentalen Fortschritt auf der Tenant Rock Suche. Die will ich alle nicht haben. An sich sollte ich mich nicht rerollen.
Wollte ich auch nicht. Wow. Hallo, Julia. Wer ist Julia? Achso, nee. Geht da gar nicht um eine Julia, sondern Halleluja. Aber nicht. No. Dann werde ich nur nach einem. Entweder nach einem Secret Room suchen oder. Ich werde nach einem Secret Room suchen. Gefunden. Ich habe auch gleich meinen Coupon wieder. Hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. Merke. Weiß. Aber jetzt ist es passiert. Jetzt ist es so. Weil mich nicht von den Augen treffen lassen bei Mom. Schmerzen. Die Kiste mit. Schön Soldat. Dann machen wir den Mom's Hardfight. Und dann. Dann können wir schauen, was wir nicht sacrificen, sondern. sondern. Wie heißt, was für ein Wort suche ich? Sondern. Beenden können. Dem Bagger. Ich habe mir eine ganz interessante Idee heute abgegeben. Nämlich, dass man für seine weiteren Runs auch irgendwie seine. seine Stühle und Bomben irgendwie preserven kann, so wie beim. Ich will nicht abgeben. Wenn ich so drüber nachdenke. So wie beim Automat. Ja, so wie beim Automaten im Shop. Nur halt, wie gesagt, mit Bomben und Schlüsseln. Muss ihm lassen. Das ist eine sehr interessante Idee. Müsste es aber keine Pilze mehr geben, also. Soul of the Lost. Sogar erstaunlich interessant tatsächlich. Kann mir nämlich noch mit etwas Pech noch ein extra Hit mit rausschummeln. Und nein, ich rede nicht von Dragon Ball Super. Das ist ein ziemlich interessanter Hit, war. Nein. Wobei, machen wir so. Das war die Devil-Karte. Bin dumm. Sag mir jetzt nicht, der Run wird daran scheitern, oder? Wird aber schon ziemlich kacke, ne? Nein. Ich brauche noch Help. Brauche noch Leben. Das kann ja was werden. Nein. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wenigstens gefallen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir hoffentlich irgendwas schaffen. Ansonsten, wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal euch umschauen. Vielleicht gefällt euch ja noch irgendwas. Ansonsten würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.